Hi und willkommen zurück zu Fallout 76 mit Camopixel. Lehnt euch zurück und genießt die Aussicht. Wir switchen schnell auf die Karte und düsen zu diesem Event hier. Keine Ahnung, was das ist. Kryptisch, wild gewordene Kreatur, versetzt Appalachia in Angst und Schrecken. Könnte sich um den sagenumwobenen Sheep Squatch handeln. Oh nein, nicht der schon wieder. Den kennen wir ja nur. Okay, aufgepasst, Agenten. Wenn ihr das hört, habe ich unerledigte Arbeit für euch hinterlassen. Und das gefällt mir nicht. Du hast den Rückruf eines abtrünnigen Aggressotrons eingeleitet. Eine harte Nuss. Sein Schild ist so stark, dass ihm kaum was einen Kratzer zufügen wird. Aber dafür habe ich eine Lösung. Es gibt in diesem Bereich drei Pylonen. Aktivierst du einen, wirst du zu einer Leitung. Kurz gesagt, du bist dann voller Energie. Energie, die direkt in den Schild des Roboters gepumpt wird. Du brauchst alle drei, um ihn zu erledigen. Viel Glück. Hoffentlich läuft es bei dir besser als bei mir. Ja, ja, macht ihr den mal kaputt. Ich schieße den nur an, dann kriege ich nämlich Erfahrungspunkte oder so. Ne? Kann das sein? Jetzt laufen sie da alle hin. Looten, ne? Looten. Dafür sind wir hier. Looten. Wir sollen so schnell wie möglich jeden einmal anschießen hier. Dann kriegen wir nämlich die Erfahrungspunkte. Wenn die Leute die kaputt machen hier. Und so, so machen wir das auch. Autsch. Die haben also nichts hier. Doch, die haben tatsächlich auch was. Hier, die sind hier überall, aber die werden natürlich super schnell gelootet. Ah ne, da ist noch was übrig. Autsch. Er hat sich hochgejagt. Ist noch so ein... Was macht man denn? Also was wir hier an diesen Teilen machen, kann ich überhaupt nichts zu sagen. Hä? Wo sind sie alle hin? Giftiges Wasser brauchen wir nicht sammeln. Nee, das macht keinen Sinn. Guck mal hier. Oh, weg ist er. Ist wieder verkackt. Team hat eine Quest abgeschlossen. Oh, cool. Ist wieder abgebrochen, ne? Oder was, ne? Ist vorbei hier, ohne dass wir es geschafft haben. Kann das sein? Das war... Fliegenklatsche. Das hat so ein... Anschein als, ...93 Baupläne verkauft, der krasser Scheiß. Als hätte, das kein Ende. Bei dem einen war ja ganz deutlich das Ende und wir haben voll die Erfahrung gekriegt dafür dann, ne? Guck mal hier, Hornstrauch sterben. Da sind noch welche. Kollisionskurs, betreten 33 Kuckuck. Gehen wir einfach hin. Frachtbot ist das, ne? Das ist, glaube ich, das, was wir von der Mission her gemacht haben. Das ist ja gar nichts Besonderes. Aber wir gehen mal dahin. Hm. 33 Kronkorken war jetzt für die Schnellreisen. Normalerweise kann man doch so teilnehmen, ne? Guck hier, Stufe 11, Stufe 8. Ein Frachtbot befindet sich im Anflug. Augen nach oben, Leute. Das ist jetzt hier so ein Billo-Event, wo wir mit den tatsächlich ganz am Anfang, ne, mit der Quest gewesen sind. So, komme ich jetzt genau zum Dingens, zum Frachtbot-Eintreffen oder was? Stufe 8, Stufe 11. Die zwei haben aber jetzt vor kurzem angefangen. Da ist er. Ich schmeiß das jetzt hier hin, nicht, dass ich da drunter stehe.
gucken, was da Süßes drin ist. Wahrscheinlich ein bisschen Munition. Kronkorken, zeig mal her. 308. So, ich gehe da jetzt mal nicht dran. Gucken, also ich will denen das nicht wegnehmen. Ja, wir haben Wasser, wir haben Heilsalbe, ein bisschen Beton gekriegt. So, also ist es für jeden, ne? Also ich kann das jetzt ruhig nehmen hier. Oh. Und wir sind überladen. Hier irgendwo eine Werkbank. Hier ist auf jeden Fall irgendwo eine Werkbank. Hier bei diesem komischen Mechaniker drin war, glaube ich, eine. Hier ist ein Labortisch. Ne, das ist kein Labortisch. Oh, hier ist ein Safe. Nee. Right away. Okay, right away und Vorkriegsgeld nehme ich mit. Aber ich lasse mich jetzt hier schon wieder krass ablenken. Das will ich gar nicht. Hier bei den Respondern. Da ist auf jeden Fall ein Tisch. Direkt verwerten. Und dann muss ich ein bisschen was essen. Damit ich einfach gewichtlos werde. Ne? Hört sich auch gut an. Ich muss was essen, um gewichtlos zu werden. Das wäre schön, ne? Wenn man mit Essen abnehmen würde. Oh, also ich esse ja so schon viel, ne? Und gerne. Aber dann... Ne, dann dürfte man ja gar nicht so viel essen. Komm, den können wir auch verwerten. Das nehmen wir mal alles mit. Dürfte man gar nicht so viel essen. Und dann würde man nämlich dünn werden vom Essen. Ne, das macht keinen Sinn. Dann lieber viel essen und Sport machen. Dass man... Jetzt schleppe ich wieder hier den Wodka mit. Wieso ist jetzt hier keine verdammte, wie heißt denn das? Station. War die hier oben? Werkbank. Diese Experimente mit den, hier, Fuß im Glas. Den Verbrannten. Das Holo von der Ärztin. Das waren noch Zeiten, wo wir noch nicht wussten, dass es eine, ob es eine Seuche ist. Hier ist nochmal ein Responder-Zelt. Oh, ist da ein Kern? Da ist ein Kern. Oh. Da, na endlich. So, verwerten bitte. Einmal den Schrott. Danke sehr. Waffen. Wir haben einen erbeuteten Aggressortron-Kopf. Wird durch wiederholtes Nachladen aufgeladen. Je mehr Ladung, desto höher der Schaden. Verstrahlt Benutzer. Das ist eine Waffe. Lustig. Also das Schaden 44 verschießt Zellen. Kapazität 5, Feuermodus lagern. Lustig, den packe ich auf jeden Fall zu Hause in die Truhe. Den schmeiße ich ja nicht weg. So, die können wir. Haben wir hier irgendwas? Ne. Kleidung. Ja, die Brille. Rucksack. Oh, ein weißer Wolf-Fedora. Ne. Den will ich anziehen. Zieh den mal an, bitte. Zack. Waffe weg. Ist das cool? Ist das cool? Fette Powerrüstung? Das Tuch müssen wir vielleicht noch auswechseln in was anderes, vielleicht in ein schwarzes oder ein weißes Tuch. Aber dieser weiße Hut dazu, es kommt ja sowas von cool. Das ist cool, den behalte ich an. So, sind wir jetzt noch überladen? Ja, immer noch. Also essen. Wir müssen was essen. Ja, essen, trinken. Warte mal, hier so ein Yaogui Steak oder sowas. Was wiegt denn? Das wiegt 1. Ribeye Steak wiegt auch 1. Das erhöht die Tragekapazität kurz. Ja, dann drehen wir den Spieß um. Wir essen ein Steak davon. Und trinken Wasser und können dafür mehr tragen. So, schnell auf die Karte geguckt. Hier ist 1. Wieder auf Streife. Ganz in der Nähe ist aber keiner. Hier ist 1. Fruchtbare Erde. Das ist ja, das kennen wir ja, ne? Das ist mit diesen Mr. Handys. Das ist voll langweilig. Fliegenklatsche, geht auch keiner hin.
Hier ist der Spieler, das ist sein Camp. Hier ist eins. Ah, dieses 1A-Häppchen. Alter, es sind 1353 Spieler. Da gehen wir jetzt hin. Vielleicht ist das so einer, der irgendwas wegschmeißt, der sein Plunder los wird, was für uns ultra krasse Waffen sind. Guck mal da, guck dir den an. Puh. What the fuck? Was für Viecher kommen hier? Da, 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 da. Vorsicht, hinter dir, Junge. Au. Was zum Teufel sind das für Viecher, Junge? Oh, alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Boah, was hat der für eine Wumme, ey? Wo ist er hin? Ah, da oben fliegt er. Achtung, Bürger! Beim Zuger gilt der Ausnahmezustand und es wurde eine Evakuierung angeordnet. Boah. Versuchen Sie nicht, die Stadt zu betreten. Und falls Sie noch hier sind, dann verschwinden Sie um Gottes Willen. Wenn Sie zum Militär gehören oder Robotikingenieur sind, begeben Sie sich, wenn möglich, zum Büro des Bürgermeisters im Stadthaus. Jo, den hab ich. Wo sind sie? Boah, was hat der da, Junge, für ein krasses Flakgeschütz oder was ist das, ey? Können wir denn jetzt hier auch irgendwas reinschmeißen? Oh, wo ist der denn hergekommen? Ist ja einfach. Ich hau dich kaputt. Komm her. Ja. Oder macht man hier nichts? Also schön anschießen, dann gibt es Erfahrung. Genau. 242 für ein so ein Vieh. Boah, ja, krass, wenn er das jeden Tag so macht. Kein Wunder, dass der Level 1300 ist, ne? Da kurz anschießen. 121. Da ist noch irgendwas. Da, ich habe was getroffen. Da, ich habe wieder was getroffen. Da ist noch einer. Mach du das kaputt. Mach du das kaputt. Hehehe. Da ist er. Aua, da ist noch einer. Vorsicht. Boah. Wer ist Ette denn? Boah, ein Behemoth. Ja, ich erinnere mich von Fallout 4. Ich erinnere mich. Krasser Shit. Ich schwöre, ich kann mich gleich wieder nicht bewegen, ne? Und dann ist hier wahrscheinlich nirgendwo so ein... Ah, wir sind fertig. Abgeschlossen. Einser Fleisch und auch noch was anderes gekriegt. Lustig. Und jetzt? Macht man, kann man das 1 auf Fleisch? Wo ist Nebelkriecherfleisch? Das hat er hier hingeschmissen oder nicht, ne? Schmeißt er doch weg, sowas. Robust Lederrüstung. Wir sind Lumpensammler vom Beruf. Wir sammeln das alles auf, auch das letzte. Er ist weg. Er ist weg. Wir müssen uns vom Acker machen. Wir sind hier nicht mehr sicher, Leute. Wir sind hier nicht mehr sicher. Wir gucken schnell auf die Karte. Wo sind wir denn überhaupt? Scheiße, mitten im Nirgendwo. Hier. Station Watoga. Da müssen wir hin. Also, hier, in die Richtung. Aber warte mal, das sind die Schienen hier, normalerweise, glaube ich. Ja, und dann vorne links abbiegen. Guck dir an, was hier für Pflanzen wachsen. Wir sind hier noch nie gewesen in dieser Gegend. Da hinten qualmt's. Da hinten brennt's. 620. Also wir müssen unbedingt Munition erstellen. Was sind das verdammt nochmal für Pflanzen? Sieht ja aus wie bei No Man's Sky. Oh, jetzt kriege ich Bock auf No Man's Sky spielen. Was ist das? Verseuchte Cranberry. Ja, nehme ich mal mit. Man weiß ja nie, für was man die gebrauchen kann, ne? Stell dir mal vor, du bist hier in so einem...
so einem in so einer Gegend unterwegs und dann triffst du so einen mysteriösen Fremden und der sagt, wenn du jetzt eine Cranberry dabei hast, dann gibt er dir eine krasse Wumme. Und dann hast du keine. Was ist das denn? Splittergranate? Über irgendeinen Sprengstoffvorrat gestolpert. Alter, was ist denn mit dem passiert? Ja, eine verseuchte Cranberry. So eine will er dann haben, weißt du? Komische Geräusche. Und dass da auch nur so ein Fleck von diesen Pflanzen ist, ne? Warte, wir gucken mal drauf. Ja, ist nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Wir haben jetzt 620 plus 25 Schuss. Wir sollten mal die Wumme wechseln. Wir gehen mal aufs Jagdgewehr. Wer? Oh, der Dingens ist der Hochlevelige ist gegangen. Ey, der ist krank. Und der Raketenwerfer? Komm schon. Oh, knapp. Hätte ich doch gewusst. Hörst du auf? Nein! Ja, wir nehmen alles mit. Was denn sonst? Was macht der hier? Steht der hier einfach in der Gegend rum? Da ist auch einer. Siedlertechniker. Was steht der denn da oben, ey? Der könnte ja so runtergeschnippt werden hier. Bahnhof ist da vorne. Man sieht den jetzt schon so ein bisschen auf dem Kompass, ne? Eine Quest verfügbar ist eine. Hauptsache, es sind überall diese Gräben und man fällt hier einfach rein, kriegt überhaupt nichts mit. Ist das? Kann ich das pflücken? Nee. Irgendwo hier. Was macht der für Glitch-Sprünge? Ah, verdammt. Jetzt aber. Er lebt noch. Krass, ne? Wir haben für dieses eine Vieh 200 Erfahrungspunkte gekriegt. Was er dann abgeschossen hat, ne? Ja. Wie kommen wir denn da? Wir gehen mal hier drüber. Gehen mal hier rüber und da über den Baumstamm wieder hoch. So. Ja, so. Hier ist er, dann nehmen wir den Stahlschrott noch mit, ne? So, wir sind in Watoga. Da habe ich schon mal von gehört. Was für ein Geräusch, hat sich angehört wie so ein Hund von diesen Supermutanten. Na los. Irgendwo hier ist die Station, ist die oben? Ne, da. Highschool. Hier ist die Station. Oh, und die AP sind leer. Warten wir kurz. Hundefutter, das hätte ich direkt essen können. Bisschen Material noch, ne? Guck mal hier, voll die krasse Lok.
Jetzt können wir wieder alles jetzt ablegen. Ach so, guck mal, die liegen tatsächlich hier einfach so rum. Die müssen wir aber dann wieder zubereiten, ne? Und zubereiten bringt uns das nichts. Wo sind hier so viele kaputte Roboter? Nee, nee. Ach, hier. Ah, nee, die haben wir ja schon alle, ne? Die haben wir schon alle gefunden. Da sind wir jetzt hier. Station Watoga. Der hängt hier voll ab, ne? So, dann verwerten. Einmal den Schrott, bitte. Stufe 50, können wir nichts mit anfangen, ne? Superhammer ist sowieso nicht so mein Ding. Was ist das denn? Ist das so ein Fatboy oder was? Was so, was, hieß der nicht früher Fatboy, der diese Mini-Atombomben verschießt? Generiert beim Einschlag 5 Mirf. Mirf explodiert und verursacht 145 Schaden. Womit schießt er? Mit Mini-Atombomben. Ja, Tatsache. Cool, den lagern wir natürlich auch auf Stufe 45. Warte mal. Ah ne, der ist auch Stufe 45. Das bringt ja nichts, ne? Futter Cream ist dem Team beigetreten. Lustig, ne? So, Rüstung. Was haben wir hier alles gefunden? Blei verkleidet, Marinerüstung, Stufe 45. Die lagern wir, oder? Hier ist noch ein Bein, Marine. Fallensteller. Das können wir gießen. Lederrüstung können wir verteilen. Ja. Kleidung. Armeehelm ist nur Kleidung. Der macht das keine Rüstung, ne? Verwerten. Ja, verwerten einfach mal so. Das wollen wir ja nicht verwerten. Das haben wir alles gemacht. Wir müssten aber mal kurz reparieren. Unsere Power-Rüstung können wir nur an dem Dingensständer reparieren, aber ich muss nach den Waffen gucken. Nicht, dass... Nee, warte mal. Herstellbares. Freischaltbares. V. Zur Herstellung wechseln. T. Untersuchen, reparieren. Achso, kann ich da... Nee, kann ich da keine Waffen und so reparieren? Nee, geht nicht. Ich dachte, man könnte da alles reparieren, aber nur die Sachen, die man auch da herstellen kann, kann man da reparieren. Ne? So. Da. Ich möchte den Kopf da reinhauen. Minen können wir wegtun. Cocktail. Das ist unser. Das kommt weg. Ja. So. Die und die wollten wir wegtun. Links, rechts. Ah, guck mal, die können wir noch verdingsen. Oder wir verkaufen die. Und Roboter, die habe ich gar nicht gesehen, weil die auch abgedunkelt sind. Habe ich total übersehen. Guck mal, das können wir wieder hier eintauschen. 277 von 240. Ja, wir haben halt einfach viel zu viel dabei. Wir haben viel zu viel dabei. Keine Ahnung, was damit passiert. Das, da können wir eins von essen. Die haben wir auch hergestellt. Kirmeskuchen. Gekocht, gegrillt. 1A Fleisch. Kann man das herrichten oder kann ich das theoretisch bei... Oh, jetzt haben wir ein paar Kochrocken gekriegt. Bei diesem Event dann benutzen oder was?
Haben wir hier vielleicht von irgendwas viel zu viel dabei? Radaway 38. Ah, hier diese Lunchbox, ne? Soll ich ja benutzen? Kann ich mit in der Nähe von Freunden benutzen. Ich weiß nicht, ob die Dingens dann dazu zählen. Legendäre Kern 21, wo haben wir die denn her? Staatsanleihe 9. Das ist irgendwas Spezielles, ne? Das haben wir ja doch Geschenke gekriegt bei den, also als Belohnung. Schrott. So, den können wir lagern noch. 211 und 240, ja. Gut. Was zum Teufel macht hier diese Geräusche? Oh, ich dachte gerade, den könnte ich einsammeln. Das ist aber ein anderes Spiel gewesen. Ah, da. Diese Anzeigen. Ja, lustig. Hat auf jeden Fall funktioniert. Wir haben auf jeden Fall die ein oder andere Sache jetzt dazu bekommen. Mussten sie ja noch nicht spielen. Aber... Also wir können sie noch nicht spielen. So. Diese krassen Wumm oder sowas. Aber bald. Und besser haben als brauchen. Okay, was ist das da hinten? Ein Aggressortron. Sollen wir den noch eben... Oh, der hat ja gar nichts an Schaden gekriegt. Okay. Dann muss hier der Richtige raus. Wo läuft der? Da? Warte. Ah, scheiße, er hat uns... Er hat uns entdeckt. Wir hätten jetzt noch... Oh, hat er uns getroffen? Das sah irgendwie nicht so aus. Oh! Ja, da bist du kaputt, Freund. Da bist du kaputt. Oh, geht der nicht in die Luft? Der geht doch in die Luft, ne? Schnell weg hier. Gehen wir auf die andere Seite. Schnell die Sachen verwerten. Guck mal, jetzt haben wir nämlich noch einen davon, ne? Können wir den auch verwerten? Hä? Ich dachte, ich hätte den jetzt verwertet. Ja, da ist er weg. Bei neu steht er noch da, ne? Die wollten wir noch verwerten. Die hier. Und die. Dann den Schrott weghauen. Guck mal hier. Wo haben wir die denn? Notizen, ne? Bekannt. Bekannt. Hier, Bierkrug-Schaukasten können wir herstellen. Souvenir-Bierkrug. Das war's. Ja, immerhin. Haben wir immer noch ein paar Sachen dazu gekriegt. Ja, lustig. Also es ist auf jeden Fall eine Abwechslung mal zwischendurch. Ja, man kann hier immer wieder gucken. Jetzt ist hier Monster Money direkt neben uns auch etwas. Wo aber jetzt gerade keiner ist. Hier ist... Oh, da ist der Große wieder hin. 1A Häppchen. Also bevor ich auslogge, mich da kurz ein bisschen hinstellen, hier und da ein bisschen schießen, Erfahrungspunkte kriegen. Klar, warum nicht, ne? So hat der mit Sicherheit auch mal angefangen. Guck mal, da ist er wieder. Kommen hier wieder die Yaoguais oder was? Oh ja. Au, au, au. Ja, guck mal, so geht das nämlich, ne?
Wo ist er? Wie der die alle umhaut, ne? Die Viecher, ey. Autsch. Boah, der macht die so schnell kaputt, so schnell kann ich gar nicht auf die schießen, ne? Da ist noch so einer. Oh krass. Jetzt sind die jetzt zu zweit. Die krassen Dudes. Zack, sind wir aufgestiegen. Sollen wir das alles wieder einsammeln? Na klar. Guck mal, das ist eine Baggerrüstung, was der trägt, ne? Cool. Oh, oh. Oh, jetzt sind das. Da ist noch einer. In seinem Fallout New Vegas Ding rum. Kommt der da? Ja. Kommt eins. Da ist der Große. Auf jeden Fall drauf schießen. Ja, bevor der kaputt ist, weißt du. Das geht so schnell. Oh, oh, oh. Der schießt hier. Fertig. Noch eben auf R, alles mitnehmen. Und hier zu dem Dicken, ne? Wo ist er? Müssen wir noch hin. Hier. R. Boah, wir haben schon wieder so ein Kryofisch-Ding aufgehoben, ne? Krasser Shit, Alter. Krasser Shit. Guck mal, 320 von 235. Ein Fatman, das ist ein Fatman. Der andere war was anderes, ne? Krass. Noch ein Kryolator. Zweimal Single Action Stufe 50. Krass. Ein Präzisionsgewehr Stufe 50. Eine doppelläufige 45. Ein Sturmgewehr Stufe 50. Sogar mit irgendeinem Attachment. Krasser Shit. Was haben wir hier? Fallenstellerrüstung, gehärtet Blei verkleidet. Können wir halt alles verwerten zur Not, ne? Kommt halt krasses Zeug raus, so. Ne, da nix. Können wir was trinken hier? Tee. 319, Hilfsmittel, ja, gut. Zack, und wir sind natürlich stufenhoch, ne? Komm, das machen wir noch zusammen. 3 Stück. Das machen wir noch. Jo, Skillpaket, klar, gucken wir uns an. Bin ich immer für. Das ist ja wie so ein Päckchen Karten früher aufmachen. Oh, was ist das alles? Kann mal jemand die Ratte kaputt machen? Ich habe gerade was zu tun. Wie hat es der Radegumi zum Gangsterboss geschafft? Der hat sämtliche Rivalen ausradiert. Ja, klar. Hallo.
Ist das total unhöflich, was du hier machst? Ich mache hier gerade was und du nervst hier total. So. Ich gehe erst gucken, ne? Ich gehe jetzt gucken, was wir brauchen. Hier gibt's, glaube ich, noch etwas. Gewehrschütze sind die nicht automatischen Gewehre. Das ist fürs Jagdgewehr, aber wir wollen ja nochmal den Ausputzer weiter fördern. Und vielleicht, das hat ja auch einer von euch mit mir philosophiert, ob die automatische Kampfflinte durch den Automatikverschluss auch zu automatischen Gewehre zählt. Aber sie wird wahrscheinlich eher zu Flinten zählen. Aber man weiß es nicht, das müssen wir ausprobieren, indem wir einmal den Perk anhaben, Schaden machen und gegen die gleiche Gegnerart ohne den Perk Schaden machen. Wir hätten für die Schrotflinte hätten wir noch, hier ist Profi plus 10%. Das ist schneller nachladen und weniger wiegen. Hier ist plus 15 Schrotflinte. Dann sind wir insgesamt plus 25% auf Flinten. Weise Apotheke, starker Rücken. Hier ist der verdeckte Operation. Da können wir vielleicht, wenn wir gut sind, nochmal eine Karte kriegen. Für, auf Fernkampfangriffe. Schleichangriffe für den ersten Schuss mit dem Jagdgewehr, mit der Flinte, mit dem Ausputzer. Revolverheld habe ich nur genommen, weil ich quasi keine Alternative hatte. Ne? Waffenschmied sind wir ja jetzt voll. Hier brauchen wir aber auf jeden Fall noch den Rüstmeister. Also gehen wir 5, 8, 9, gehen wir mal auf Intelligenz. Ja? Gehen wir auf Intelligenz, dann können wir den Rüstmeister auswählen. Oh, was ist das? Neu, der Chemiker. Der sieht ja cool aus. Hersteller von Chems. Erhalten wir die doppelte Menge. Das wäre gut, wenn wir Stimpak Bauplan hätten, ne? Abrissexperte. Erste Hilfe. Da sind wir schon im höchsten Rang. Hier auch. Dürfen wir die aussuchen oder sind das die, die wir zur Wahl haben? Ne, das sind die, die wir jetzt zur Wahl haben, zusätzlich zu nehmen. Impro, Nahkampfattacken. Energiewaffen benutzen wir gerade noch nicht. Mehr Komponenten beim Verwerten von Waffen und Rüstung. Finde ich auch nicht schlecht. Aber wir sollten erstmal die nehmen, die wir wirklich brauchen hier. So, wir nehmen jetzt erstmal den Rüstmeister. Aber wir haben ja schon eine. Aber wir können hier bis zu 3 Stück haben. Ne, die machen wir jetzt noch nicht hoch. Nee. Weil. Sollen wir direkt nochmal da drauf? Nee, warte, lass mich gucken. Dann machen wir noch einen auf Agility. Für den hier. Dann sind wir, wenn wir das erhöhen. Muss ich gleich gucken. Sind wir, glaube ich, auf 45%. Und. Was wäre denn bei Charisma so eine Sache zum Beispiel? Oder gibt's hier, gibt es glaube ich noch bei Perception, können wir noch mehr auf Kommandosoldat gehen. Ne? Ich glaube, wir nehmen mal noch einen auf Wahrnehmung dann. Hier. Warte mal, da sind wir schon Max Rang. Das ist der. Da, Profikommando. Nochmal plus 10. Den nehmen wir dazu. Wenn wir das alles beim Ausputzer benutzen. So. Jetzt lass mich überlegen. Hier Wahrnehmung. Profikommandosoldat. Intelligenz Rüstmeister. Haben wir. 5, 6, 9, 10. Und hier. Den hier. 50%. Schleichangriffsschaden. 4, 5, 6, 7. Revolverheld und Ausweichen ist Bewegungspunkt mit drin. Pistolen benutzen wir kaum, ne? Pistolen, das bringt eigentlich wenig. Was können wir denn noch für einen Punkt nehmen? Geschwindigkeit beim Sprinten mit Pistole. Rasender Schmerz. Sprintgeschwindigkeit wird zu erhöhten AP-Kosten gesteigert. Nee. Gebrochener Überleben, aber wenn deine Gesundheit, das finde ich auch blöd.
Aktionspunkte regenerieren schneller. Gute Frage, ey. Nee, das ist mir jetzt zu viel Überlegung für die Sache. Oh, die ist neu hier. Ah, gut. Gut. Heißt, welche Stufe sind wir? 36 steht da. Ja. Ja, gut, alles klar. Super, prima. Hat mich super gefreut. War eine geile Aktion. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Den Weg zum Bahnhof erspare ich uns jetzt. Und wir sind auf jeden Fall ein bisschen aufgestiegen. Also da, um ein bisschen Zeug zu bekommen, Belohnungen und so, macht das auf jeden Fall Sinn. Ihr habt gesehen, wie schnell das geht. Es sind super viele Leute unterwegs. Der ein oder andere schmeißt auch noch irgendeinen Krempel ab, was man dann haben kann. Also alles nur eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Coole Geschichte. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen um 19 Uhr. Bis bald.